Hallo, heute kommt mein Reiseset zum Einsatz, das ich mir im DM gekauft habe. Und zwar brauche ich daraus diese drei Döschen und wahrscheinlich den Spachtel auch. Da sind sogar zwei Spachteln drin, sehe ich gerade, die drei Cremespachteln. Und das ist ja perfekt. Denn ich möchte meinen zerbröckelten Lidschatten wieder pressen. Das ist hier einer von Rivale Lupiang, die Farbe 03 Frappuccino. Frappuccino. Eieiei. Und ganz wichtig, was mir sehr am Herzen liegt, das P2 Rouge aus der Sunlove LE. Und zwar die Farbe 020 Summer Love. Ich benutze das in letzter Zeit wieder sehr oft. Aber ein Teil davon landet immer wieder im Waschbecken, weil es einfach so zerbröselt ist. Und das möchte ich jetzt wieder schön und ganz machen. Dann habe ich mir noch von P2 das Perfect Face Fixing Spray gekauft. Ich habe hier noch eine Tasse, um das Ganze anzumengen. Küchenrolle, falls ich patze. Und hier habe ich noch ein, wie nennt man das denn, ein Maniküre-Set, weil vielleicht brauche ich eine Schere oder so einen Stampfer. Also das ist eigentlich kein Stampfer, sondern ein Nadelhaut. Ein Nadelhaut-Zurückschieber, aber naja, irgendwie muss man das Ganze ja klein bekommen, deswegen, okay. Ich habe es noch nie gemacht und deswegen, ach ja, und Tempos habe ich noch. Ja, bin ich gespannt, wie das jetzt so funktioniert. Und zum Testen fange ich mit den Lidschatten von Rivale Loop an. Der ist mir nicht ganz so wichtig wie mein geliebtes Rouge. Und damit ihr das sehen könnt, was ich mache, stelle ich euch mal so ein bisschen nach unten. Ich nehme hier diese Tasse und gebe den Lidschatten da rein. Der ist jetzt schon relativ bröckelig. Und in dem Fännchen sind hier nur noch die Reste. Dann mache ich den klein mit so einem Stampfer. Ich nehme jetzt einfach mal den Nagelhaut-Zurückschieber. Damit stampfe ich den klein. Ihr könnt natürlich auch irgendwas anderes nehmen, je nachdem. Ich könnte mal hier in diesem Set schauen. Ich wollte den nämlich hier reinfüllen. Das finde ich hat eine sehr gute Größe. Aber das sind ja diese Cremespachteln drin und vielleicht ist mit denen, ja, mit denen ist es besser, weil die so eine größere Paddelform haben und damit kann ich den dann so flach drücken. Ich bin schon sehr gespannt, wie das funktioniert und ob das überhaupt klappt. Ich habe so ein bisschen im Internet gelesen, man kann wahlweise zu diesem P2 Fixing Spray auch reinen Alkohol nehmen, den ihr in der Apotheke bekommt, oder ein 2-Phasen-Make-up-Entferner. Das funktioniert dann auch. So. Jetzt habe ich den Lidschatten pulverisiert und jetzt gebe ich einfach mal was von diesem Fixing Spray mit in die Tasse. Schön anrühren. Ihr könnt das einfach dosieren, wie ihr möchtet. Ihr seht ja dann, wie gut sich das verbinden lässt. Bei mir sieht das jetzt so aus. Und na, jetzt ist mir das hier rausgefallen. Also so. Erinnert mich ein bisschen an eine Heilerde-Maske. So, ich gebe mal noch ein bisschen rein. Ja, ich glaube, jetzt ist das schön cremig. Und ich nehme jetzt gar nicht diesen Behälter, sondern ich nehme wieder das Töpfchen, weil ich glaube, von der Menge her reicht das eigentlich aus. So, und zwar fülle ich das jetzt hier rein. Naja, was soll ich sagen? Man kann das mit dem Spatel nicht ganz so ordentlich machen. Der Rest, der hier noch in der Tasse ist, den bekomme ich gar nicht raus. Ja, dann müssen wir das jetzt mal so lassen. So sieht das aus. Und dann versuche ich das jetzt ordentlich in das Pfännchen zu bekommen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen zu feucht gemacht. Naja, wir gucken einfach mal. So. Und dann nehme ich ein Tempo, drücke es hier raus, drücke es hier rauf. So, und ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles am Tempo kleben. Das sieht jetzt natürlich nicht sehr lecker aus und ach, wisst ihr was, ich mache das jetzt mit den Fingern, da geht es einfach besser als mit diesem komischen Spachtel hier.
So. Also. So. Nochmal das Tempo draufdrücken. Ich hatte wirklich die Befürchtung, dass der komplette Lidschatten dann am Tempo klebt, aber das Tempo saugt wirklich nur die Feuchtigkeit auf. So. So sieht das jetzt aus. Ich werde jetzt nochmal ein Tempo nehmen und werde das hier so dazwischen reinklappen. Und dann stelle ich das mal auf die Seite. So, jetzt wasche ich meine Tasse aus und dann kommt das Rouge dran. So, da bin ich wieder. Die Tasse ist ausgewaschen und jetzt gebe ich mein schönes Rouge hier rein. Das ist ja ein Witz. Das ist hier eine Tonscherbe. Ach, und auf der Tonscherbe klebt das Rouge. Das heißt, ich muss es von der Tonscherbe nach runterkratzen. Okay, dann machen wir das so. Dann wieder klein stampfen. Nein, jetzt sind mir die Hälfte rausgefallen. Ach, ich bin tollpatsch. Ach ja. Wieder was reinsprühen. Diesmal nehme ich mal nicht so viel, sondern ein bisschen weniger. Das müsst ihr wirklich individuell nach eurem Pulver machen, je nachdem. Seht ihr dann, ob es fest ist oder flüssig. So, das ist hier die Konsistenz. Und ja, noch ein kleiner Pumpstoß. Ach. Ja. Zieht alte Klamotten dazu an, denn es kann passieren, dass ihr euch vollkleckert. Ja, jetzt überlege ich, ob ich das hier reinfülle, damit ich den Deckel wieder drauf machen kann, weil der hier ja kaputt gegangen ist. Ja, ich denke, ich werde das machen. Also das fülle ich jetzt hier in dieses Töpfchen. Obwohl, wenn ich das in das Töpfchen fülle. Nein, ich fülle es doch wieder da rein. Ich glaube echt, man kann das mit dem Finger besser machen. Seht ihr, da hat man die ganze Pampe und dann kann man das hier abstreichen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen unüblich, aber so vergeude ich wenigstens nicht so viel Farbe. Ich bin schon auf die Kommentare gespannt, ganz ehrlich. Ja. Dann. Streiche ich das jetzt hier mit dem Finger glatt. Und ganz ehrlich, es sieht mit dem Finger wesentlich schöner und ordentlicher aus, als wenn ich das hier mit irgendeinem Spatel oder sonst was mache. So. Dann nehme ich wieder ein Tempo. Erstmal mache ich den Rand sauber. So, da lege ich jetzt auch ein Taschentuch drauf. So, das Fazit. Es ist einfach zu machen. Es ist ein bisschen eine Sauerei. Deswegen zieht euch alte Klamotten an und macht eine Unterlage auf dem Tisch. Aber ansonsten ist das wirklich nicht schwer. Und so sieht jetzt mein Lidschatten aus. Und mein Rouge. Ja, ist schön wie eh und je. Also, wenn euch auch der Lidschatten oder das Rouge zerbröselt, dann macht euch keine Sorgen. Ihr könnt das alles wieder heile machen. Und ja, ist keine große Sache. Und mit diesem P2 Fixing Spray funktioniert das auch ganz gut. So, ich beseitige jetzt die Sauerei, lasse den Lidschatten und das Rouge noch ein bisschen trocknen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!